So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin Chaotix und wir sind bei Folge 2. Das Intro ist geschafft. Wir suchen jetzt hier einen Sehe hier sonst Händler. niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Da ist er. Er wird nervös. Irgendwo soll hier ein Feuer sein. Das ist Feuer. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Stolperfalle. Setzen wir das gute Stück hin? Na, da. Was haben wir hier noch? Tränke, Munition, Schatzkisten. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag los. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Was haben wir denn da? Dass ich auch so finden kann. Tränke. Kann ich mir nicht kaufen. Schockfalle. Munition. Ein neuer Tag, ein neuer Handel. Das lohnt sich nicht. So. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, bis demnächst. Ich habe, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Boah, jetzt müssen wir ganz wieder zurücklatschen, oder was? Hier irgendwo soll ein Feuer sein. Nee, direkt hinter mir. Dieses System hier nicht so ganz. Ah, okay. Natürlich, ich kann ja auch einfach hier. Oh. Ja, da unten ist eins. Oh, das hat Schaden gegeben. Ups. Gut, dass ich ausgestoßen wurde. Sonst müsste ich mit diesen Idioten auch noch reden.
Steine-Inventar ist voll. 10 Steine. Ich trage auch immer 10 Steine mit mir rum. Damit ich nicht so schnell renne. Das sind schon wieder welche von denen. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Wie sie alle wegrennen. Oh, der nicht. Ich denke mal, es schadet nicht, wenn man ein bisschen was dabei hat. So, wo müssen wir hin? Da drüben irgendwo. Ja, ist nicht mehr weit. Was jagen Sie da draußen, außerhalb des Beckens? Das kann nicht nur eine Maschine sein. Aloy, du bist hier. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Wie lege ich mich denn jetzt hin? Manuell speichern. Okay, macht das einen Unterschied? Öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh. Verstehe. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Tu ich doch, tu ich doch.
Alles schön einsammeln. Blut, Blut, Blut. Ein Fuchs, da ist ein Fuchs. Holt Akku. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Das kann ich gut gebrauchen. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Okay, der läuft hier im Kreis. Okay, das war zu weit. Aber ob die Fallen ausreichen, wenn ich da so ein paar Fallen hinsetze. Ich habe keine Munition mehr dafür. Ich bin ja mal gespannt. Komme ich da hoch? Mal einen guten Ausguck. So, jetzt kommt er langsam in die Falle rein. Ich komme hier nirgendwo hoch. Erst in die erste Falle rein.
Wahl. Ich hab dem nicht viel Schaden gemacht, gell? Weiter. Ja, das wird lustig. Alter! Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Komm, lauf weiter. Ich hab ihn erwischt. Jawohl. Schön. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Wegen dem Sonnenaufgang. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Das sind schon schöne Bilder, schöne Grafik. Und die Farben sind auch gut. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich.
Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Stufe 4 erreicht. Ich wusste gar nicht, dass es hier Stufen gibt. Kann ich hier irgendwas ändern? Ach, ich habe Fähigkeitenpunkte. Ach, ganz vergessen. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Doppelte Kapazität. Auch sehr wichtig. Zusätzlich natürlichere Rohstoffe beim Sammeln. Mehr Zeit beim Zielen. Stiller Schlag. Das ist alles ganz cool, ne? Lockruf. Sammler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Das kann auch nicht schaden. Modifikationen. Schaden. Was kann ich damit machen? Hat nicht gesagt. So, was haben wir hier noch? Sachen, die wir eingesammelt haben. Was ist das hier? Ah. Kiste. Spezialobjekte, das ist die Munition. Fallen und... Ah, wir haben Tränke. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Trank haben. Schnellreisepaket. Na gut. Ja, das ist ja mit dem Vieh, mit dem Großen ganz gut gelaufen eigentlich eben. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder hoch. Feder mit Rost. Okay. Der Gegner hat mich im Visier. Die rennen aber weg. Ups. Nicht, wenn ich gegen die Wand laufe. So. Nee, einer verfolgt mich. Ah, ich habe immer noch die Feuerpfeile ausgerüstet. Voll viele Pfeile jetzt verbraucht und nur eine Scherbe zurückbekommen.
war kein gutes Tauschgeschäft jetzt. So, wir laufen den richtigen Weg zurück. Wie war das eigentlich hier? Ich dachte, man kann mit dem Touchpad noch irgendwas machen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ups. Aloy. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter, das Zentrum der Nora, ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit, irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag. Danke. Schwerer als gedacht. Aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren.
ob wir die Erprobung schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, ein Follow, ein Abo und da einen Kommentar auf YouTube da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.